Ich bin Leo, gehe in die 6. Klasse und stehe hier im PZ. Von hier aus kommen überall hin. Wir gehen jetzt in den Gebäuden der Klasse 5 und 6. Hier ist die Klasse 5.5, die ich euch zeigen möchte. Damit wir gut miteinander arbeiten können, hat sich die Klasse etwas überlegt. Wie zum Beispiel der Geburtstagskalender. Oder auch ein übersichtlicher Stundenplan. Und noch die Postfächer. Und es gibt auch Dienste. Klassenbuchdienst, Fegedienst oder Tafeldienst. Zum Schluss gibt es noch die Feedback-Kisten. Da kannst du reinlegen, was du magst oder was dir gefällt, was dich stört oder welche Fragen du noch hast. Es gibt alte Fächer wie Mathe, Sport, Englisch. Es gibt auch neue Fächer wie Lernzeit, Biologie und Sprache. Wir haben in unserer Schule auch viele Pausen. Die längste Pause ist die Mittagspause. Und hier in der Mensa kann man Mittag essen. Außerdem gibt es in der Mittagspause ein offenes Angebot. Jetzt befinde ich mich im Freizeittreff. Hier kann man kicken, Tischtennis spielen oder sich ein Spiel ausleihen. Man kann sich auch in der Sporthalle austoben oder in den Schulgarten gehen. Hallo, ich bin Ejam und stehe in der Bibliothek. Hier kann man Aufgaben erledigen oder lesen. Als ich mich an der Schule angemeldet habe, konnte ich zwischen 6 Profile wählen. Das war keine leichte Entscheidung, denn ich fand sehr viele Schwerpunkte schön. In dem Profil Leserklasse lernt jedes Kind ein Blasinstrument kennen. Das Profil Sprache und Spiel ist für Kinder geeignet, die gerne lesen und Theater spielen. Ich habe mich für das Profil Kunst und Kultur entschieden, weil ich gerne male und zeichne. Für sportbegeisterte Kinder ist das Profil Gesundheit und Bewegung geeignet. Wer sich für Tiere und Pflanzen interessiert, kann das Profil Natur und Umwelt wählen. Wir sind eine Europaschule und haben auch eine Profilklasse Europa. Hier sind alle richtig, die sich für verschiedene Kulturen und Länder interessieren. Wenn man mal in der Pause sich mal verletzt, haben wir auch einen Schulsanitätsdienst. Und wenn es einmal einen Streit gibt oder man ein Problem hat, kann man sich an die Sozialpädagogin oder Streitschlichter wenden. Es gibt noch vieles an unserer Schule zu entdecken. Schaut doch mal auf unsere Schul-Homepage vorbei. Ich bin gerne an dieser Schule, weil man hier viel lernen kann. Und man kann hier alle Abschlüsse machen.